Moin Leute und willkommen zum nächsten Video von Need for Speed Most Wanted 2012. Und weiter geht's mit Rundkursrennen Amazon Beltway. Also let's go. Energieschub brauche ich nicht. Prallschutz ist wichtig, aber nicht mehr, weil wir den Hinterhalt hinter uns haben. Aber mal schauen, was wir so können. Jedes Mal so. So wie die Autoshops natürlich. Besser ist der Wagen hinter dem Trieb. Oh. Ziemlich hart diese Handbremse. Das war das schwierigste Rennen, was ich je gesehen habe, wobei ich die Gegner nicht mehr gefunden habe. Auch nicht mal auf der Karte. Was Neues. So, Reifenreparatur? Nein, danke. Dann Energieschub auf keinen Fall. Aber Prallschutz. Auch wenn wir da etwas Höchstgeschwindigkeit verlieren und beschleunigen. Und das immerhin nicht. Let's go zum letzten Rennen, zur letzten Tempojagd, downgraded. Spitze mit 205 km/h und meine ist 203. Jetzt schauen wir mal, was der SLS sogar, ob er das brechen kann, diese 205. Das sieht doch nicht schlecht aus, weil er schon 300 Plakat abgerissen zum Teil. Und jetzt wird's hier richtig, richtig spannend. Aber Konzentration auf diese Straße mit Hand. Au. Und er hat sich richtig gelitten. Mal schauen, was er so drauf hat. Oh, 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 au. Ja. Übermut kommt selten gut. Wird ja auch schon gesagt. Aber jetzt. Aber das sieht mal gefährlich aus. Au! Mann! Aua.
Jetzt aber, ey. Oh nein, schon verloren. Achso, nicht mal die 185 bekommen. So schlecht war ich jetzt. Nur Silber. Naja, es gab auch nichts mehr zu gewinnen. Aber wie gesehen, einige Unfälle und dann hast du so einen Karren, den du, wo alles wackelt. Naja, das war es eigentlich auch schon für den SLS-AMG. Und dann hoffen wir mal, wieder was zu sehen vom Most Wanted, da wir Nummer 5 besiegt haben. Sieht schon gut aus, dass wir zum Lamborghini Aventador wechseln werden im nächsten Video zum Most Wanted 4. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.